Ein wunderschönes Hallöchen. Ich bin's mal wieder, euer Master85LP. Wir hatten ja letzten Vorpart noch ein bisschen Weizen gefahren. Und jetzt fahren wir den letzten Miles noch runter oder beziehungsweise rüber. So dass wir zeitnah endlich mal an der Schnapsbrennerei ankommen. Dass wir da ein bisschen Geld machen mit unserer einem schaffst du unser Meister noch loswerden und dann den ja erst mal Richtung Drescher bewegen, den Drescher abtanken. Und daher müssen wir uns erstmal bewegen, dass wir den leer haben und in hoffen, dass wir zeitnah weiter ernten können mit unseren anderen Früchten, dass wir die Bäckereien Gange kriegen. Und unsere Sämaschine hat den Dank leer. Klasse. Also müssen wir erstmal zur Ach, Brennerei war noch weiter unten. Oder? Wo sind wir denn eigentlich jetzt auf der Karte? Brennerei ist weiter oben. Also fahren wir erstmal Richtung Obsthof und dann zur Brennerei. Aber wir werden uns erstmal gleich hier um unsere Sämaschine kümmern müssen. Dass wir da weiterkommen. Aber nun heißt es erstmal schnell noch zur Brennerei. Und der ist meisterlos werden. Er kann die laufen. Denn sind nämlich die Bienenanlagen voll. Da können wir noch Hopfen fahren, was wir noch haben. Aber wir haben runterbremsen auf 50, dass wir hier mit 50 durchreiten. Das ist kein teures Futter, wie er erwischt, wie zum Beispiel hier. Also laden wir noch schnell uns die Fuhre ab und dann sind wir auch schon mal so weit durch, dass wir Wasser fahren können und erstmal die Sonnenblumen wegfahren können. Aber hier ist die Brauerei. Da werden wir uns gleich ran bewegen. So. Und dann kann man auch die Sonnenblumen abtanken. Denn meist haben wir auch bloß noch 18 da. Also ist das der Fahrtschänger für die Anlagen. Also müssen wir uns die Klingen grün wieder schnappen. Das macht sich nämlich besser. Und das war der falsche. Aber jetzt müssen wir uns erstmal. Oh, da steht auch noch schön da hinten. Dann werden wir noch den abtanken müssen. Und deswegen halten wir gleich an, tanken ihn ab, dass wir wenigstens die Fuhre voll haben und dann hier schön weiterkommen. Dann müssen wir halt die Sämaschine uns schnappen, die wieder voll machen. Und dann haben wir auch schon wieder einen guten Vorteil. Dann haben wir den Hänger leer, fahren wir jetzt mit denen wieder zurück. Schnappen uns das Wasserfass. Schnappen uns denn das Wasserfass hier und fahren noch eine Runde Wasser mit denen hier. Aber erstmal dicht kümmern, zusammenklappen. Aber er hat auch schon reichlich was geschafft. Über das Hälfte des Feldes.
Aber es heißt das erste Mal. Die Sonnenblumen runterbeißen, dass wir die in Doppelschlag fertig kriegen. Dann heißt es hier, das große Feld runterzubeißen. Sänger Soja. Und dann zeitnah mal das Feld hier drüben uns in Beschlag nehmen. Pflügen. Ja, pflügen wäre sehr sinnvoll. Dass wir hier das Feld vergrößern. Bin jetzt ein bisschen Weg hier hoch. Dass wir einen großen Schlag haben. Aber nun heißt es erstmal Seemaschine befüllen. Dass wir die wenigstens wieder voll haben. Werden wir uns hier erstmal zügig lang hinarbeiten. Unser Kompass Master, der läuft auch wieder an. Aber erstmal hier. So. Dann halten wir mich gleich an. Schmeißen die Fuhre voll. Der fährt auch wieder. Und jetzt heißt es erstmal befüllen der Seemaschine. So, da sind auch schon was drin. Auch nicht viel. Und dann haben wir auch schon mal den Schwung drin. Und daher haben wir auch schon mal einen kleinen Pluspunkt. Und wir haben jetzt da drinnen 86. Dann machen wir die gleich richtig wieder voll. So, dass wir jetzt zeitnah mit der vollen Maschine wieder loslegen können. Und weiter geht's. Und voll ist er. Und ich habe mich gerade aus Versehen verdrückt. Aber jetzt können wir wieder losdüsen. Und die Seemaschine kann weitermachen mit ihrer schönen Trillerei. Und daher düsen wir erst einmal los. Dann müssen wir halt ein paar Felder Weizen hinstellen, dass wir ein bisschen Weizen Überschuss kriegen und Gerste. Ich denke mal hier im Feld Gerste und 2 Felder Weizen müssten eine Weile reichen. Hopfen müssen wir auch wieder anbauen. Denn das wird auch wieder knapp. Also reichen die Flächen hier gerade so für unsere Produktion aus. Daher müssen wir uns jetzt richtig sputen, dass wir endlich mal ein paar Felder nachkriegen. Bei den nächsten in Besitz nehmen können. Aber ich denke mal, zeitnah die große Fläche zusammengepflügt, dass wir hier ein bisschen mehr Ernte haben. Jo, sieht auch ganz gut aus. Dass wir hier die Fläche verdoppeln. Aber unser Ernter, der ist auch schon mal fast voll. Dann können wir auch schon mal losdüsen. So, dich fahren wir erstmal zurück. So. Aber langsam, dass wir kein Blitzerfoto schießen. Denn dann ist ja heute auch schon mal Sonntag vorbei. Also gut, fahren wir heute noch zurück. Und im nächsten Part werden wir die Sonnenblumen runterfahren, Wasser fahren und pipapo. Dass wir wenigstens hier ein bisschen Vorrat an unseren Saatgütern. Saatgutanlage müssen wir auch wieder befüllen. Da gucken wir mal, ob wir da Rocken drin kriegen. Dann müssen wir uns um unseren Diesel kümmern. Dass der uns jetzt dauerhaft weiterläuft.
Daher immer ordentlich, zügig lang hin. Dass wir wenigstens hier auf in einermaßen vernünftige Grundbasis drin kriegen. Das, wenn wir mal ein paar Mal aussetzen müssen, weil wir noch nicht so viel Flächen haben, dass es uns nicht in den Arsch speist. Aber wir bräuchten wirklich Money, 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 bis der Doktor kommt. Aber wir müssen uns langsam mal hochbewegen. So, dass wir endlich mal oben an der Fuhre ankommen. Nicht an der Fuhre. Am Feld ankommen. Wie gesagt, wir brauchen hier über 500 und da sind wir auch weit, weit entfernt für das Feld. Da kann man nämlich die beiden zusammenflügen. Und notfalls den Weg auch gleich wieder mit wegnehmen hier, dass wir einen großen Schlag haben. Das wird wahrscheinlich das Sinnvollste sein hier. Oh, denn auch gleich bis hoch am Weg ran. Aber jetzt müssen wir erstmal mit denen hier Richtung. Richtung, Richtung, Richtung. Ernter, Rascher, wie ist nicht auf den Namen gekommen. Und dann müssen wir uns langsam mal um unsere Bodenfrüchte kümmern, wie zum Beispiel Sojabohnen. Sojabohnen ist ja kein Boden. Keine Bodenfrucht, sondern, ach, wie ist das? Möhren, Rotkohl, Weißkohl, Zuckerrüben. Dass wir da auf den grünen Zweig kommen, daher müssen wir uns darum kümmern. Aber erstmal machen wir uns die Fuhre voll. Dass wir wenigstens die voll haben. Oder einigermaßen voll haben. Und daher laden wir uns jetzt noch das bisschen hier auf. Und dann ist heute auch Schicht im Schacht. Und es kam jetzt gerade wieder die Meldung, dass wir hier fast fertig sind. Und deswegen laden wir auch schnell die Fuhre zu Ende und dann ist hier auch Zeit nach Schicht im Schacht. Dann habt ihr es heute wieder mal geschafft von mir. Gut. Denn wir brauchen hier noch ein bisschen was und daher machen wir natürlich die Fuhre voll. Dass wir wenigstens die voll haben. So. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85FB. Tschüssi.